Say, Paul, you don't look so good. You'd better find something to eat before night comes. Was du dich sagst, Mann. Sei bitte, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Was? Das ist gar keine weitere Runde. Was ist das heute? Ich heiße euch willkommen zu einem neuen Format. Und zwar... Till the End. Der Name ist sowohl wie auch das Logo noch in Arbeit. Aber es sagt eigentlich schon so ziemlich aus, worum es geht. Und zwar um Folgendes. Ich spiele ein Spiel, so lange bis ich sterbe, und dann endet das Projekt. Ja, fertig, ne? Ihr wisst, ich habe da uns... Also manche von euch haben es vielleicht schon gesehen. Ich habe da uns darf schon mal Nirolo shortet. Das zeigt meine Ersteindrücke. Und falls euch das interessiert, verlinke ich euch das Ganze mal hier gerade. Ich habe jetzt ungefähr privat ein, zwei Runden gespielt, bin relativ weit gekommen, aber dennoch wurde mein Leben relativ drastisch und schnell beendet. Das heißt, das Ende kann jeden Augenblick auf uns zukommen. Aber ich gehe davon aus, dass das Ganze schon 1, 2, 3, 4 Parts funktionieren kann. Ich werde immer ungefähr eine halbe Stunde aufnehmen, das sollten in dem Spiel 3, 4 Nächte sein. Und das Ganze wie gehabt runterschneiden. Und Ich sollte vielleicht mal erklären, was ich hier mache. Also, ich sammle gerade Essen, weil Essen ist verdammt wichtig. Und, ich brauche Steine und ich brauche das hier. Das Wichtigste in dem Spiel ist Ressourcen sammeln. Wirklich ununterbrochen. Du kannst nicht damit aufhören. Wenn du keine Ressourcen sammelst, machst du was falsch. Überall musst du Essen finden, weil sonst verhungerst du. So, oh mein Gott, da ist eine Biene, die will ich haben. Nein, okay, Bienen kann ich nicht kauen. Das wäre schon komisch. Das muss ich noch farmen. Ich brauche mehr Holz. Ich könnte mir jetzt schon Werkzeug machen, was wir auch direkt mal machen. Wir brauchen eine Axt. Ah, ich bin so produktiv. Für die Leute, die das Spiel noch nie gesehen haben, rechts ist so eine kleine Anzeige, die zeigt, wie weit der Tag ungefähr fortgeschritten ist. Das variiert immer ein bisschen. Mal ist der Tag was länger, mal ist er was kürzer. Mal geht die Dämmerung schneller vorbei. Das finde ich relativ interessant. Die Anzeigen darunter zeigen einem den Hungerzustand, die Gesundheit und die Psyche. Wenn die Psyche unten ist, dann geht's dem Charakter nicht gut. Wenn die Hungeranzeige... Nein, lässt du die Samen, das sind meine! Du Luder. Wenn die Hungeranzeige unten ist, erklärt sich von selber, dass das Kacke ist. Und dass die Lebensanzeige nicht leer gehen sollte, ist noch viel wichtiger. Und ich fänd's ganz cool, wenn wir mal so einem... Oh mein Gott, ich wollte es gerade... Oh mein Gott, das... Oh, genau das habe ich... Oh. Mein Glück ist gerade kaum in Worte zu fassen. Ich wollte gerade sagen, ich hätte gerne ein Strohgebiet. Übrigens, ihr habt mir damals in die Kommentare geschrieben, wo der Unterschied ist. Aber ihr wart euch nicht einig. Jetzt weiß ich immer noch nicht Bescheid. Ach, Gold und alles. Oh nee, jetzt komme ich nicht wieder mit den Stickstoffverbindungen. Nein! There are tiny explosions trapped inside. Ja, dann muss das irgendeine Stickstoffverbindung sein, aber ich weiß nicht welche. Hier gibt's richtig viele Hasen. Hasen bedeutet Essen. Essen ist gut. Wir brauchen unbedingt ein Klümpchen Gold. Oh, hier sind Steine. Oh mein Gott, was ist das für ein gelobtes Land? Da ist Gold. Oh mein Gott, wir haben für immer gewonnen, Leute. Für immer. Nicht nur für morgen, oder einfach für immer haben wir gewonnen. Oh ja. Da können wir direkt anfangen zu kochen. Wer kennt nicht die guten alten gekochten Beeren? Oh, nicht ins Feuer fallen lassen, gefällt mir nicht. Essen, essen, essen. Oh ja. Oh gut, dann würde ich sagen, gehen wir direkt so weit und basteln uns eine Machine of Silence. Lass die Pflanzensamen in Ruhe, sind alles meine. Jetzt können wir hier ein paar Dinge erforschen. Wie zum Beispiel mehr Werkzeuge oder eine Falle. Gott, wir fallen vorher schon machen, ich weiß es nicht. Ja, hätten wir echt vorher schon machen können. Okay, ich bin dumm. Ich glaube, da mache ich mir gleich zwei Stück, wenn das möglich ist. Oh nein, wir fehlen Stöcke. Ich will Stöcke haben. Das hätte ich noch gerne. Und da ist der. Danke. Gut, dann holen wir hier uns das eine Blümchen noch. Und es wird gespeichert. Was man auch machen kann übrigens, das ist relativ cool. Man kann theoretisch Hasen verjagen
Und zwar, indem man sie dann in die Falle reinlockt, so. Komm, da in die Falle sollst du! Ja, genau, ich liebe es. Oh, Spaß, das ist so cool. Lauf, 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 lauf! Nein, nein, nein! Wo rennst du hin? Du hast mich ausgetrickst! Oh, dieser Lümmel! Ich hatte noch nie so viele Hasen. Ja. Gelatzt. Ich hole noch ein paar Steine, dann können wir uns hier ein festes Lagerfeuer hinmachen. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Idee. Aber ich hoffe, unsere Spitzhacke reicht so lange. Och nee, ich hasse das. Come on! Wir brauchen noch einen Stock, bevor die Nacht anbricht. Oh mein Gott, es wird spannend. Ja, da ist ein Stock. Schnell! Wir müssen craften. Lauf, 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 lauf! Oh, guck mal, Seeds. Lauf! Nimm die Seeds mit! Ja, noch ist nicht zu spät. Oh, Leute, das wird knapp. Ja. What the fuck? Wie ich mich gerade einfach nur von Hasen ernährt habe. Was bin ich für ein König? Oder besser gesagt, was bin ich für eine Königin? Oh, schaut mich an! Ja, ich liebe dieses Spiel. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen nach unten rechts, wenn der Tag anbricht. Was ist das für eine Insel? Ich wollte eigentlich nach unten rechts, aber okay. Wir sollten auf dem Weg gehen, da laufen... Oh mein Gott, was ist das hier? Okay. Warum soll... Was ist das? It feels warm. Warm, ja, so. Ein Gnom? What the fuck? He looks like he was forget in flame. Okay. Was ist das hier? Für ein okkulter Ort. Ein Speer, geil. Ich bin noch nie in so ein Ding reingegangen, ne? Aber sollten wir mal irgendwie ein bisschen mehr Rüstung und sowas besitzen, will ich da mal reingehen. Ich meine, nur weil dieses Projekt mit dem Tod endet, heißt es nicht, dass wir hier wie eine Pussy spielen müssen, ne? Da sind Seeds, ja! Und da sind noch mehr! Meine Psyche freut sich. Ich pflanze einfach mal ein paar Bäume. Da kann ja niemand was gegen haben. Okay. Auf unserer kleinen Expedition haben wir etwas gefunden, das sieht aus wie eine Spieluhr. Erinnere mich schon ein bisschen an die Büchse der Pandora, möchte ich jetzt ungern öffnen. Ich verstehe den Gnom halt ehrlich gesagt nicht ganz. Ich meine, was ist denn, wenn ich den anzünden möchte? Kann ich den anzünden? Nö, kann ich nicht. Was ist mit dir? Auch nicht.
Ich weiß ja nicht. Ein Morgen bricht an. Ein Part findet sein Ende. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt die ganze eine positive Bewertung. Wenn euch nicht gefallen hat, gebt die ganze eine negative Bewertung. Ich hoffe, dieses neue Format gefällt euch. Jedenfalls, wir hören uns. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Ciao. Oh, guck mal, Seeds.